chaos of the night. Fighting for our paradise, we bring the light. We are the lions, roaring in the wind. We are the riders, so let the games begin. Willkommen zum neuen Mediafan-Kanal Markinator 1001. Am 10. Juni 2023 haben die Alster Lions im Wartbeck-Stadion die Saarlouis Saints zum Rückspiel empfangen. Das Hinspiel war ja schon vor einigen Wochen, das konnten die Alster Lions für sich entscheiden. 26-14, das war jetzt das Rückspiel. Und trotz großer Hitze kamen zahlreiche Fans, für die gut gesorgt wurde, wieder mit Essen, Getränken und Merchandise des Teams. Der Whitehead des Spiels war Peter Lungern und der Stadionsprecher Gregor Gensler. Es war ein wirklich sehr spannendes Spiel bis zur letzten Sekunde. Und ich zeige euch jetzt die Highlights dieses Spiels. Also die Lions starten mit ihrer Offensive ins Spiel. Hier jetzt zu hoher Snap. Niklas Menzel kann den Ball aufnehmen. Und dann hier noch zurück zur Line of Scrimmage. Damit kein Raumverlust bei dem Spielzug. Stark gemacht von ihm. Das war ein guter Spielzug, trotz Fehlern. Hat sich allerdings verletzt. Gute Besserung an ihn. Konnte nachher weiterspielen. So, da mussten sie beim vierten Versuch und sieben punten. Sebastian Nostadt hier mit dem Fake-Punt, will den Ball rüber tossen. Rüber pitchen zu Vincent Klapersky. Aber das hat nicht geklappt. Dritter Versuch und neun, Laufspielzug über die Nummer 9. Felix kämpft, aber wird hier stark getackelt von Nick Kiemse, dem Safety. Sehr schöner Tackle hier, jetzt vierter Versuch und 11, der Punt der Saarlouis Saints. Brandon Leslie mit dem Punt Return. Hat er Platz. Und sprintet da sehr schnell für gute 35 Yards bei diesem Return. Schön gemacht, zweiter Versuch und 5. Davis Mutz mit dem Lauf durch die Mitte zum neuen First Down. Für über 15 Yards Raumgewinn. Schöner Lauf durch die Mitte. Direkt wieder der Lauf über Davis Mutz durch die Mitte für 8 Yards Raumgewinn. Und wieder Davis, diesmal für 8. Zweiter Versuch und 9. Niklas Menzel wirft den Ball auf Brandon Leslie. Und der rennt da den Verteidigern weg. Macht das neue First Down, wird dann von der Nummer 5 gestoppt, Dominik Saar. Jetzt hier wieder Probleme mit dem Snap, schon das zweite Mal. Aber Lutz Lüdecke kann hier das Schlimmste verhindern und kann den Ball sichern. Damit weiterhin Ballbesitz für die Alster Lions. Damit dritter Versuch und 36, das ist schon einiges zu gehen. Jetzt hier Brandon Leslie mit dem Catch, aber wird dann getackelt von der Nummer 14. Frithjof Schelling. Aber eine Flagge auf dem Feld. Paul Lungern wird uns sagen, was passiert ist. Eine Face Mask gegen die Defense. Face Mask seid erweitert an. Personal Foul. Ein illegaler Griff ins Gesichtsgitter. Gibt ein neues First Down. Jetzt hier der vierte Versuch und 3. Brandon Leslie mit dem Catch. Bricht da zwei Tackles und wird dann gestoppt von der Nummer 36. Marco Bös. Wir werden sehen, was die Schiris entscheiden. Wieder eine Face Mask gegen die Defense, damit neues First Down für die Lions. So, und das war das erste Quarter. Im zweiten Quarter dann hier werden immer die Seiten gewechselt, also jetzt am anderen Spielfeldende. Jetzt hier ein Fumble, da gab es Probleme mit dem Handoff. Und die Saints können ihn sichern. So, jetzt hier Laufspielzug, wieder Probleme mit dem Handoff und Felix Livegen sichert den Ball. Sehr schön hier gemacht von Felix Livegen, dadurch eine sehr gute Feldposition für die Lions. Niklas Menzel wirft den Ball auf Brandon Leslie.
Der rennt wieder den Verteidigern weg, geht dann ins Aus, macht gute 7-8 Yards. Jetzt wieder Lauf über Lutz Lüdecke und der ist in die Endzone für den Touchdown. Schöner Lauf hier von ihm. Die ersten Punkte im Spiel. Der Extra Point geschossen von Sebastian Noschert wird geblockt. Damit bleibt es beim 6:0. Extra Point wurde geblockt, aber kein Return möglich. So, jetzt hier erster Versuch und 10. Laufspielzug, aber schnell gestoppt. Von der Nummer 49. Und das ist Luke Bachmann. Das war der Luke Bachmann hier mit dem Tackle for Loss. Schön gemacht. Vierter Versuch und 9 jetzt. Punt geht an der 50 ins Aus. Also der Ballbesitz für die Lions. Erster Versuch und 10. Niklas Menzel wird den Ball werfen. Aber Interception von der Nummer 1. Peter Deichler. Und der ist sehr schnell und macht hier den Pick 6. Ihn konnte keiner einholen und damit hier der defensive Touchdown für die Saints. Gut gelesen den Spielzug. Und dann hier der Pick 6, die Two-Point-Conversion. Funktioniert hier nicht. Wird gestoppt, die Nummer 9. Felix Kempf. Damit hier der Ausgleich. Jetzt hier der kurze Pass auf Brandon Leslie. Da war der Quarterback unter Druck. Brandon Leslie, der kommt dann noch aus diesen ganzen Tackles raus. Macht nochmal 2-3 extra Yards. Sehr gute Aktion hier von ihm. Niklas Menzel mit dem Rollout. Passt ihn auf David Appel mit der Nummer 34 zum neuen First Down. Sehr schön gemacht hier von ihm. Vierter Versuch und 10. Wieder Niklas Menzel unter Druck. Wirft den Ball, aber zu tief für Brandon Leslie. Damit Turnover und Downs. Beim vierten Versuch haben sie es nicht geschafft. Deswegen Turnover und Downs. Die Gegner bekommen wieder den Ball. Jetzt hier schöne Tackle von Nick Hirmse und Alessandro Moriello. Danach mussten die Saints dann punten. Jetzt hier wieder der zweite Versuch und 4. Fumble Recover Touchdown. Wieder von Peter Deichler. Der zweite Defensiv-Touchdown in diesem Game. Starke Leistung hier von Peter Deichler. Schon 2 defensive Touchdowns, das ist selten. Aber steht es jetzt 12:6 für die St. Louis Saints. Wieder hier die Two-Point-Conversion. Felix Kempf probiert es, aber die Nummer 99, Noah Dilk, lässt hier diese 2 Punkte nicht zu und stoppt den Running Back. So, das war dann auch die Halbzeit. Jetzt ins dritte Quarter. Hier der Kickoff von Sebastian Noschert geschossen. Geht in die Hände von der Nummer 29 hier mit einem schönen Return. Das ist Alexander Gier. Läuft hier bis zur 44-Yard-Line. So, jetzt erster Versuch und 20. Der Quarterback wirft den Ball fast die Interception für die Nummer 58 der Ulster Lions. Das ist Erik Lorenz. Jetzt hier dritter Versuch und 20. Laufspielzug schnell gestoppt von Sebastian Nostadt. Erster Versuch und 10. Laufspiel über Davis Matz. Und der macht hier über 20 Yards. Fast 30 Yards durch diesen Lauf. Aber eine Flagge auf dem Feld. False Start gegen die Offense. Die Strafe wird abgelehnt. Und dann noch eine illegale Formation. Damit zählt der Lauf nicht. Jetzt hier der Lauf über Vincent Klapersky. Der macht auch sehr gute Yards. 10 Yards Raumgewinn. Super Lauf von Vincent. Vincent Klapersky hier mit der Nummer 82. Vierter Versuch und 1. Sie gehen dafür. Riskant. Lutz Lüdecke probiert hier sein Bestes. Aber dann ist da die St. Louis D-Line. Und stoppt ihn. Bei dem Spielzug hat sich ein Spieler verletzt.
gute Besserung. Und zwar die Nummer 39. Lasst mich kurz gucken. Das ist Yannick Schmid. Was die Defense macht, auch holt die Pille zurück. Yannick Schmid. Oh, halt die Außen. Also jetzt Turnover und Downs. Erster Versuch und 10 für die Saints. Die Nummer 83 macht hier das neue First Down. Joel Thalheim. Neuer erster Versuch, aber schöner Tackle von Nordic. Das war, glaube ich, der Noah. Play-Action-Spielzug, die Nummer 40, der Quarterback unter Druck, wirft hier den Ball weg. Die Nummer 40, Holger Neumann. Eine Flagge auf dem Feld, persönliches Foul, roughing the passer. Das heißt, der Ball war weg und der Defender. Der Quarterback wurde noch zu spät getackelt, obwohl er den Ball nicht mehr hatte. Das macht man, um das Verletzungsrisiko zu lindern. Jetzt hier schöner Tackle von Leonard Berlin mit der Nummer 54. Tackle for loss. Dritter Versuch und 17. Sie sind kurz vor der Endzone. Und jetzt hier Felix Leifkin. Mit Hilfe von Sebastian Nostadt hier mit dem Quarterback-Sack. Der 40er. Vierter Versuch und 28. Sie gehen dafür. Jetzt hier der Pass. Überworfen. Jetzt hier eine Pass-Deference gegen die Defense. Das hat für ein paar Fragen gesorgt, dieser Call. Also neues First Down für die Louis Saints. Jetzt hier Fumble Recover. Und Leonard Berlin kann den Ball sichern. Da wurde der Ball fallen gelassen vom Ballträger der Saints. Und Leonard Berlin von den Lions kann den Ball sichern. Damit Ballbesitz für die Alzeier. Jetzt hier der Ersatzmann für Niklas Menzel. James Vitrosayas mit einem perfekten Pass. Aber leider hier nicht der Catch von David Appel. Dritter Versuch und 6. James Vitrosayas unter Druck. Wird hier gesackt kurz vor der Endzone. Das war fast eine Safety. Ein Tackle in der eigenen Endzone. Gibt dann 2 Punkte. Aber kurz vor der Endzone wurden sie gestoppt. Damit gehen wir schon ins vierte Quarter. Hier ist ein Laufspielzug wieder von der Nummer 83, Joel Thalheim. Alessandro Moriello dann hier mit dem Tackle. Vierter Versuch und 4, tiefer Pass in die Endzone auf die Nummer 1, Peter Deigler. Aber incomplete. Fast der dritte Touchdown. Jetzt hier James Vitrosayas. Unter Druck läuft selber, aber die Nummer 93, Christoph Vazar, hier mit dem Sack. Dritter und 15, jetzt hier der Pass, wurde schon vom Verteidiger berührt, Fridtjof Schelling und dann Davis Matz hier, fast mit dem Catch, wurde aber schon berührt vom Verteidiger. Punt von Sebastian Nostadt geschossen, sehr gut. Der rollt bis zur 14-Yard-Line. Stark gemacht hier. Zweiter Versuch und 14 Laufspielzug. Aber schöner Stopp hier von der Nummer 55, Robin Zimmermann. Mit dem Tackle for Loss. Wieder Ballbesitz für die Lions. Jetzt hier der Pass auf Patrick Hein mit der Nummer 13. Schöner Pass von James Vitrosayas mit der Nummer 6. Patrick Hein hier mit dem Catch fürs neue First Down. Wieder Probleme mit dem Snap. Und den können die Saints sichern. Turnover. Die Saints haben jetzt Ballbesitz. Dritter Versuch und 1. Laufspielzug. Zum neuen First Down. Schöner Laufspielzug von der Nummer 9. Felix Kempf. Jetzt hier der Quarterback mit der Nummer 40 wird gesackt. Von der Nummer 99, Nordic.
Hier hat sich wieder Yannick Schmid verletzt. Gute Besserung. Das war der Yannick mit der 39, müsste sein. Let's go, Defense! Zweiter Versuch und 11, Fumble. Der Ball ist immer noch unterwegs und immer noch. Und dann kann ihn Robin Zimmermann sichern. Aber eine Flagge auf dem Feld. Offside gegen die Defense. Und damit zählt dieser Fumble nicht. Weiter in Ballbesitz für St. Louis. Jetzt hier der Pass. Intercepted von Brandon Leslie. An der Stelle wäre es praktischer gewesen, den Ball wegzuschlagen, weil dann hätten sie den Ball da bekommen, wo St. Louis den Ballbesitz hatte. So, jetzt an der eigenen 10. Trotzdem schöne Interception hier von Brandon Leslie. Jetzt hier der Pass auf Brandon Leslie von James Vitrosayas. Schöner Kill von Brandon Leslie. Schöne Yards. Hier hat sich jetzt James Vitrosayas an den Rippen verletzt. Gute Besserung. Also wieder Niklas Menzel auf dem Feld. Vierter Versuch und 16. Brandon Leslie versucht hier wirklich alles. Wechselt die Seiten und macht noch wirklich sehr gute Yards. Steht immer noch und immer noch, aber dann 5 Yards vom neuen First Down. Wird er dann gestoppt? Das war knapp. Dann noch ein Blindside-Block gegen die Offense. Der wird abgelehnt, aber damit die St. Louis Saints den Ball haben. Turnover on Downs. So, dritter Versuch und 7. Der Quarterback mit der Nummer 20, Patrick Kullmann, läuft selber und wird dann hier getackelt von Alessandro Moriello. Wieder eine Flagge auf dem Feld. Jetzt hier die Nummer 32, Nick Hiems, hat sich verletzt am Fuß. So, jetzt hier dritter Versuch und 15. Wieder die Nummer 20, Patrick Kullmann, wird hier gesackt. Von der Nummer 50, Emanuel Gerendorf. Und das war dann das Ende des Spiels. Die St. Louis Saints gewinnen 12-6 in Alzey. Und entscheiden damit, dass das Hinspiel konnten ja damals die Alzey Lions in Saarwellingen für sich entscheiden mit 26-14.